the previous episode of Life is Strange. Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? But he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No. For reals, Warren, this is between you and me. Don't insult me. Max, go on. Hey, leave him alone! Max? Chloe? It makes perfect sense I'd see you today. Welcome home, Max. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. 6 months ago, she just left Arcadia. Without a word. Without me. Something happened to her. Wait! Is that grass? Tell me the truth. That's an order. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Max, tell me everything. Was ist das? Nur noch 5 Minuten. Ich will nicht aufstehen. Square Enix. Und Don't Not Entertainment. Life is Strange, Episode 2, Out of Time. Oh, ich bin doch noch so müde. Ja, damit begrüße ich euch zur zweiten Episode hier. Hab mich tierisch drauf gefreut. Ist gestern rausgekommen, spielt also recht zeitnah. Ihr bekommt es wieder nicht mit, weil ich bring's ja erst raus, wenn es alles komplett ist. Ja, wir hatten gestern einen aufregenden Tag und auch wenn ich nicht will, wird es dann wohl Zeit, auf dem Bett zu gehen. I could use my rewind to catch a few more Z's, but maybe I better save my strength. Ja, stehen wir mal auf, bevor YouTube sich noch mehr über die Musik freut. Och, hübsches T-Shirt. No amount of rewind will keep me clean. I still need a shower. Ja, wir könnten also die Zeit zurückspulen, um mehr zu schlafen. Allerdings, vor dem Duschen schützt uns das nicht. Erstmal schauen. Oh, da haben wir direkt mal wieder eine neue SMS bekommen. Ja, von Chloe. Dann warten wir mal wieder. Die tippen ja so schnell. Und dann werde ich wieder ganz nach oben gehen. Meine Güte. Bates, was tippt ihr? So, danke. Dann gehen wir mal nach oben. Hey, der Hippie. Was war das mit dem Schnee? Und mit deiner neuen Kraft? Oder bist du einfach in der Zeit zurückgereist und hast es rausgefunden? Ach, ich kann nicht so weit zurückgehen, du Klugscheißer. Und ich brauche deine Hilfe. So ähnlich wie bei meinem Arschloch von Stiefvater, als es um das Gras ging. Ja, aber jetzt ernsthaft, wir müssen mal reden. Oder wer essen ein Essbutterbreakfast bei den Two Bales? Das müsste ein Restaurant sein. Geht auf meine Rechnung. Okay, es ist so gut, Untergebene zu haben. Okay, los geht's mit dem Frühstück. Wirst du da sein, Max? Wie ich gesagt habe, für dich immer. Smiley, smiley, smiley. Keine Emo! Also, keine. Ne? Ist schon, smiley, pipapo. Ne, da kommt ein anderes rum. Ne.
Triff mich am Dinner in Diner in 40 Minuten. Ich werde da sein. Aber sei nicht zu spät. Oder irgendwie die Zeit ist nicht auf deiner Seite. Und sei nicht wieder high wie damals bei mir. Ich bin auf meinem Weg, Smiley. Du bist so böse. 40 Minuten oder sonst. Na gut. Schöne Unterhaltung. Even with all this crazy shit going on, it is so cool having Chloe back in my life again. Like no time has passed. Und ich fast wieder aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig hier irgendwie in die Sachen reinreden. Erstmal schauen, ob sich hier was geändert hat. Den Spiegel können wir nutzen. Oh, hello zombie face. This is what happens when you research quantum physics all night. Ja, sie sieht nicht wirklich frisch aus. Hier unten haben wir noch ein Buch rumliegen, kennen wir es schon? Ach, das ist unser Journal. Mit 22 Seiten mittlerweile. Ich glaube, wir waren damals bei 12 oder 16. Also ich werde mal wieder für euch so durchscrollen, damit ihr das alles nochmal lesen könnt. Weil, hatte ich schon mal gesagt, das alles on the fly übersetzen, das ist nicht. Letztendlich ist das eine Zusammenfassung der vorherigen Folgen. Ich habe sie gerade nochmal so kurz an Stichworten gesehen. Da die Verschwörung mit Juliette und Dana, wo Victoria da halt irgendwas versucht hatte einzufädeln, was nicht so gut geklappt hat. Hier was über Chloes Ruhm, sage ich schon, Zimmer. Und dass sie halt auch irgendwie eine Verbindung zu Rachel Amber hatte. Und dann sind wir halt zum Leuchtturm gegangen. Und da hatte es dann geschneit und das war dann quasi das Ende der ersten Folge. Wie komme ich denn an das Cellphone? Wieder näher dran gehen, ne? So. Ist da noch was Neues? Nein, das sind die wir schon gesehen haben. Na gut. Die Wand hatten wir uns, glaube ich, letztes Mal schon angeschaut. The Max Caulfield Photo Memorial Wall. Ja, wo wir damals vermutet hatten, dass wir das fotografieren müssen, was da nicht so war. This totally reminds me of being a kid in my room. Sorry, Mom. I can make my bed whenever I want. Booyah. Ja, und ich glaube, ich möchte es genau jetzt machen. I am so not a rebel. I always like my bed to be neat and tidy. Thanks, Mom. Ja, Bett machen, das kenne ich gut. Mache ich selten. Haben wir hier eine Schublade. Mal gucken, ob was Neues drin ist. It would be fun to get some peeps together and play a real game instead of drama games. Ah, Mystic, das Kartenspiel. Ja, vielleicht ein bisschen später. So, die Musik lasse ich mal laufen. Ich hoffe zumindest, dass da... Muss ich jetzt wieder anmachen. Ja, dasselbe Lied. Aber egal, für den Hintergrund ist es okay. Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Okay, die Bücher hatten wir uns schon angeschaut, die Fotos hier auch. Kennen wir die Bücher hier schon? I could rewind for days and read all of these books. Will I really find any insight into my power? Okay, sie hat wohl versucht, ein wenig was über ihre Fähigkeit rauszubringen. Könnte erklären, warum sie ein wenig wie ein Zombie hier auch aussieht. I can't keep my eyes open, but I know there's a scientific answer. Okay. Sie will wirklich was rausfinden. Da sehen wir auch Time is like a River von Einstein. Da rechts hat sie einen Tornado gemalt. Irgendwelche Formeln und physikalischen Theorien, wie das möglich sein könnte. Mal gucken, ob sie auch am Laptop irgendwas dazu gesucht hat. Muss ich nur noch anvisiert kriegen. Na gut, dann schauen wir doch erstmal unsere neue Kamera an. I could rewind for days and read all of these books. Mhm. Will I really find any insight into my power? Ja, auch nicht. So. This picture will capture this crazy historic moment in my life. Ja, total aufregend. Haben wir von Chloe bekommen. Machen wir mal wieder ein Selfie. No smiling. Take your power seriously. Ja, schön von schräg oben, wie es sich gehört. Das gehört allerdings wohl nicht zu denen, die wir hier für unsere Sammlung machen müssen, wenn es wieder eine Sammlung gibt. Ne, da war doch kurz der Laptop kurz. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Mit der ist die Steuerung ein bisschen hakelig.
So, jetzt aber. Warren is blowing up my inbox now. As long as he helps me figure this out. Okay, Warren hat sie wohl erzählt, was da los ist. Und er empfiehlt ihr erstmal Filme. Time Machine kennt man, glaube ich. Alle kenne ich nicht. Pulp Fiction hatte ich jetzt nicht als Zeitreise. Da waren halt die Handlungsstränge, schwangen halt so ein bisschen her. Time Cop mit Jean-Claude Van Damme, es war okay. Und unterschrieben natürlich mit Doctor Who, wer die Serie nicht gesehen hat, sehr empfehlenswert. Ich kenne nur die, ja, ich nenne mal fast den Reboot, also die neuen 7,5 Staffeln. Aber auf jeden Fall etwas, was man sich nicht entgehen lassen sollte. Ach, hier ist wieder unsere nette Pflanze. Good morning, Lisa. Your leaves are lovely today. I may not have a green thumb, but I have a green finger. Ja, ist vielleicht ein Effekt, dass wir sie letzten Mal schön gegossen haben. Dann machen wir es heute auch wieder. Drink up. It's got electrolytes. Ah, was ganz Feines für die Pflanze. Es wird wieder Konsequenzen haben. Wahrscheinlich wird die Konsequenz sein, dass ihre Blätter beim nächsten Mal noch schöner sind. So, was haben wir denn hier alles? Wer haben wir noch irgendeinen Stapel mit Zeug? Now I have to wonder if any of these films are based on a true story. Gut, sie hat sich wohl schon auch noch Filme dazu besorgt. Vielleicht auch welche, die Warren ihr da empfohlen hatte. Bevor wir duschen gehen, können wir ja noch mal ein wenig Gitarre spielen. Meanwhile, my guitar gently sleeps. Ja, dann wecken wir die doch auch mal auf, dann passt es zum Besitzer. Was für ein verrücktes Leben haben wir. Da kann es nicht schaden, mal ein paar Sekunden zu klimpern und in den Gedanken zu versinken. Einfach mal nicht die Hektik der Zeit reißen. Der Improvisation freien Lauf lassen. Und die Gefühle in die Musik einfließen. So, das reicht dann aber auch als Morgenkonzert. Auch wieder ordentlich wegstellen. Den Wimpel hatten wir uns damals schon angeschaut, das Poster auch. Kleidung hatten wir, glaube ich, auch, ne? Good morning, clothes. I hope you slept well. Now, shall it be my Gucci shirt with the Vuitton jacket? Okay, also teilweise haben sie da wohl auch neue Texte. Das ist ganz gut zu wissen. Ich glaube einfach nicht, dass sich beim Poster was ändert. Schublade hatten wir schon mal reingeschaut. Oh, I wonder if I'll ever wear a watch again. Okay, da dürfte sie vom Alter ein wenig drüber weg sein. Aber sieht schick aus. Die Kekse kannten wir schon. Und hier haben wir noch Shower Supplies. Steuerung, ärgere mich nicht. Na. Okay, Max, let's hit the showers now. So, hier hatten wir auch, glaube ich, dann alles. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Ach, guck mal, hier eine Timetable. Unser Stundenplan dürfte es sein. Mrs. Hoyda is still out sick. I heard somebody say she has severe depression. Poor thing. Okay, also Englisch fällt aus. Sprich, wir haben entweder Dienstag, Donnerstag oder Freitag. Guck gerade, gestern hatten wir Fotografie. Das hilft allerdings nicht wirklich weiter, weil das haben wir auch Montag, also vor Dienstag, und wir haben es auch Mittwoch und Donnerstag, alle bei Mr. Jefferson, also weiß ich jetzt nicht genau, welchen Tag wir haben. Aber auf jeden Fall haben wir wohl eine Freistunde am Anfang. Das ist schön. Gordon, seriously, do not forget, I need those papers before tonight. Like now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it. Consider it done. Schleimerin, Schleimerin. Was ist denn da los? Ist hier irgendwie Kaserne mit dem Drill, dass die alle draußen stehen?
Okay, da steht keiner draußen. Aber, ja, also wenn ich ein Zimmer hätte, würde ich halt nicht auf dem Flur rumstehen. Naja, aber jeder wie er will, ne? Au! Das war ja wieder typisch. Kann ich das direkt mal versuchen zu verhindern? Ja, of course, Victoria. Ja, da komme ich noch rechtzeitig. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Ja, mach das. Ha! Wow, now that was close. Thank you, Max. Das könnte fast so ein Running Gag in jeder Folge werden, dass der immer irgendwas an den Kopf gedonnert wird. Sprech mal doch auch mal direkt mit dir. Why, hello again, Alyssa. Okay, Max, that's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Hardly. I just have a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film flash drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Okay, da müsste ich jetzt mir einen Film aussuchen. Looper, muss ich zugeben, sagt mir nichts. Groundhog Day ist meines Wissens täglich größtes Murmeltier. Aber ja, Back to the Future muss ich hier einfach mal wählen, weil das ist eigentlich cool. I love Back to the Future, of course, but who doesn't? Can you imagine going back in time to Blackwell in the 1980s? We'd suffocate from all the hairspray. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Na gut, lustig, dass wir da auch über Zeitreisen sogar reden. Wenn die wüsste, naja, bis 1980 können wir nicht zurück. Aber schon ein wenig. Okay, da stand gerade einer. Der ist allerdings abgehauen. Okay, da ist eine Tür auf. Oh, da ist Party. Ich spreche aber erstmal mit den beiden, die noch hier auf dem Flur sind. We shouldn't be watching this. Whatever they're watching must be hot stuff. Everybody's seen it by now. Okay, die schauen sich da irgendwas an. Whatever they're watching must be hot stuff. Na gut, die schauen sich irgendwas Heißes an. Und dann gehen wir mal hier zu Dana rein. Die ja auch durchaus eine Freundin ist. Dann meckert irgendjemand über die Musik. I've never seen Dana this bouncy and happy without a pot of coffee. Ja, sie ist auf jeden Fall schon wach. What's happening, Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh, yeah. Thanks again for releasing me from her captivity. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Ach ja, ich denk mal, wir können auf der Party immer noch selber entscheiden, wie wir uns da anziehen. Und ein bisschen Party, halt dezent, wie wir halt so sind, können wir durchaus machen. Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Na gut, also eine Party schon mal eingeladen. Wir haben auch letztes Mal schon rausgefunden, mit Zeit zurückspulen dann, dass sie eventuell schwanger sein könnte. Da lag hier ja ein Schwangerschaftstest und irgendwelche Schwangerschaftsbücher. Und ja, als sie Dana dann nicht so glücklich drüber war, dass wir geschnüffelt haben, hatten wir das schnell zurückgespult, aber vergessen haben wir es natürlich nicht. Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Ja, Max ist glaube ich nicht so der Make-up-Fan. Eigentlich wollte ich noch hier das anschauen. Hm. Ja, das war sehr aufschlussreich. Hm, was ist das? Das ist irgendwie so ein offenes Puderdöschen, vermute ich mal. Die Steuerung, da war doch gerade noch irgendwas unten eigentlich, oder? War da nicht irgendwas mit Move, Piles? Na gut, kriege ich nicht mehr.
Mal schauen, ob was Neues am Laptop ist. Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, dork. Gut, das ist wieder der Facebook. That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell. Ah, eine Einladung zu der Halloween-Party. Das dürfte die sein, wo wir jetzt auch hingehen wollen. Bring it Blackwell, Bloodsuckers. Okay. Like I could pull this look off. Hello, Victoria. Ah, okay. Ja, wer es tragen kann, der kann es natürlich tragen. Da glaube ich aber auch, dass das nichts für Max sein dürfte. Das ist immer schön, da einfach die Laptops von anderen Leuten zu besuchen, benutzen. Rollerblades! Oh, I wanted to be a derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. Ja, das kenne ich. Ich hatte die auch mal, aber es war nie so wirklich der Knaller bei mir. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Okay, das kannten wir schon vom letzten Mal. Hier ist irgendwie so gekrempelt. That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Oh, da sind eine Menge Masken, da kann sie uns bestimmt dann eine leihen, dann müssen wir uns das nicht holen. Oh, Trevor hat hier seine Jacke vergessen. Trevor is making himself comfortable. Hope they don't get busted. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die beiden halt zusammen verantwortlich sind für das Baby. Hier ist noch irgendwie so ein Papierkügelchen. This is both sad and pathetic. Ach, das hatten wir letztes Mal schon gesehen. Das ist von Logan, der ihr wohl versucht hatte, eine Art Liebesbrief zu schreiben, der eher schlecht als recht war. Gut, aber wir sollten hier nicht noch stundenlang rumstehen. Mit denen hatten wir auch schon gesprochen, denn eigentlich haben wir jetzt was ganz anderes vor. War die Dusche nicht hier irgendwo? Ja, ich glaube schon. Oh, da ist wieder Kate. Und die sieht wieder alles andere als glücklich aus. Schauen wir mal, ob wir sie ein bisschen aufmuntern können. Kate is not good. I wish David would get off her crack, as Chloe would say. Ja, stimmt, der Stiefvater von Chloe hatte ja sie irgendwie bedrängt. Hey Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Ach, die tut mir immer so leid. Die von allen so fertig gemacht wird und so richtig fertig ist mit den Nerven. Ein Tampon-Dispenser, jetzt nicht unbedingt. War das hier schon? The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Ich glaube, mich daran zu erinnern, ja. So, hier haben wir noch Rachel is a whore. Wieder sehr nett. Out of order. Dann werden wir wohl diese Dusche hier am besten nutzen, weil die funktioniert. Eine dramatische Aufmachung nur für in der Dusche sein. What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun.
Looks like it. I know Nathan hooked her up. And you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate. Or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Böse, böse. Da gibt es wohl einen Knickknack-Amateurfilm von Kate. Und jetzt haben sie da die Internetadresse an den Spiegel geschrieben. Und interessante Informationen, dass Kate das wohl nicht freiwillig gemacht hat, sondern da irgendwie der Nathan wieder mit drin hängt. I better get dressed and go give back Kate's book. Was mich nicht jetzt sonderlich überrascht, wir hatten ja auch schon unsere Begegnung mit ihm. Das müssen wir nicht mehr benutzen. Aber ich glaube, wir könnten mal das hier vielleicht wegmachen, ne? Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Ja, die logischste Adresse kateswit.com ist natürlich vollkommen logisch, dass die noch nicht vergeben war. Können wir das denn wegwischen? Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Ich glaube, der Schmetterling oben links bedeutet mittlerweile, dass wir irgendwelche Veränderungen ausgelöst haben oder dass es Folgen haben wird. Hier, das Zeug können wir nicht mehr nehmen. Gut, dann sind wir schon fertig geduscht. Wobei die Informationen, die wir hier bekommen haben, eigentlich mehr wert sind als die Säuberung unseres Körpers. Viele, viele Sachen.